Oliver Welke. Das Böse hat ein Gesicht. Mit gerade mal 2 Jahren warf er seine Mutter die Treppe runter, um das Haus zu erben. Seit er 16 ist, geht er regelmäßig mit Kim Jong-il in den Kommunistenpuff und das ohne zu bezahlen. In seiner Freizeit gibt er Waisenkindern Süßigkeiten und nimmt sie ihnen sofort wieder weg, weil er den enttäuschten Ausdruck auf ihren kleinen Gesichtern liebt. Außerdem überfährt er regelmäßig Katzenbabys mit seiner Dampfwalze. Kurz gesagt, Oliver Welke ist das widerlichste Schwein, das je gelebt hat.